Heute teste ich wieder befüllbare Kapseln für die Nespresso-Maschine. Hier die Kapseln von Coffee Duck oder Coffee Duck. Diese Kapseln kosten zwischen 10 und 12 Euro. In einer Packung enthalten sind 3 Kapseln und eine kurze Anleitung. Beim Kauf der wiederbefüllbaren Nespresso-Kapseln muss darauf geachtet werden, dass das richtige Modell gekauft wird. Es gibt ein altes Modell für ältere Nespresso-Maschinen und ein neues Modell für neuere Nespresso-Maschinen. Dieses ist das Modell für die neueren Nespresso-Maschinen. Die Kapsel besteht komplett aus Kunststoff. Oben befinden sich 6 kleine Löcher. Unten befindet sich der Verschluss, welcher sich öffnen lässt und mittels einer kleinen Plastiklasche am Rest der Kapsel befestigt wurde. In dem unteren Verschluss ist noch ein kleiner weißer Filter verbaut. Für die Zubereitung des Espresso mit den wiederbefüllbaren Kapseln soll ein gleichmäßig gemahlener Espresso verwendet werden. Ich habe mich bei meinem Test für den Espresso von Illy entschieden. Das Befüllen der Kapseln ist gar nicht so schwer. Hierfür muss einfach die Kapsel geöffnet in den Espresso getaucht werden und immer leicht gegen die Dose des Espresso gedrückt werden, bis die Kapsel vollständig gefüllt ist. Mit einem Löffel oder den Fingern muss der Espresso vom Rand ein bisschen in die Kapsel geschoben werden, so dass die Kapsel am Ende komplett gefüllt ist. Wenn die Kapsel gefüllt ist, wird der Verschluss von oben einfach zugedrückt. Kleine Espresso-Reste am Rand sollten entfernt werden. So sieht die gefüllte Kapsel dann aus. Da ich mit 2 Maschinen teste, fülle ich eine weitere Kapsel. In eine Kapsel passen übrigens zwischen 5 und 8 Gramm Espresso. Bei 250 Gramm Espresso macht dieses knapp 31 Kapseln, welche damit gefüllt werden können. Bei einem Preis von 10 Euro macht dieses 33 Cent pro Kapsel. Ich teste die wiederbefüllbaren Kapseln in 2 unterschiedlichen Maschinen. Zum einen in der Nespresso Pixie Maschine von Krups, zum anderen in der Latissima Plus Maschine von De'Longhi. Beim Einlegen in die Nespresso Maschine muss darauf geachtet werden, dass die kleine Verschlusslasche sich immer oben befindet. Die kleine Verschlusslasche ist später auch zum Öffnen der Kapsel notwendig, um den Espresso wieder aus der Kapsel herauszubekommen. Auch bei der De'Longhi-Maschine achte ich darauf, dass sich die kleine Verschlusslasche oben befindet. Der Verschlusshebel lässt sich bei beiden Maschinen relativ einfach herunterdrücken. Dieses spricht für eine gute Kompatibilität der wiederbefüllbaren Kaffeekapsel. Für die Zubereitung drücke ich jeweils die Taste für Espresso. Hier wird bei beiden Maschinen eine Kaffeemenge von 40 ml ausgegeben. Der Kaffee läuft bei beiden Maschinen relativ flüssig aus der Maschine. Ein ganz bisschen tröpfelt der Kaffee, dieses ist aber nicht weiter schlimm. Insgesamt sieht man jetzt schon, dass die Crema nicht ganz so ausgeprägt ist wie bei den originalen Espresso-Kapseln. Dieses liegt höchstwahrscheinlich an der Espresso-Sorte, welche ich für meinen Test gewählt habe. Da mir die Espresso-Menge bei beiden Maschinen doch ein wenig gering vorkommt, lasse ich bei beiden noch ein wenig Wasser nachlaufen, um die Tasse weiter zu füllen. Der Kapselauswurf funktioniert bei beiden Maschinen hervorragend. Die Kapsel landet jeweils im Sammelbehälter. Schauen wir uns das Ergebnis der beiden Maschinen einmal an. Wie man sieht, ist die Crema nicht ganz so ausgeprägt, aber bei beiden Maschinen identisch.
schauen wir uns die benutzte Kapsel einmal an. Wie man sieht, ist die Kapsel im Sammelbehälter gelandet. Auch bei der De'Longhi Latissima Plus befindet sich die Kapsel im Sammelbehälter. Kommen wir nun zur Reinigung der Kaffeekapseln. Nach dem Öffnen der Kaffeekapsel kann schon hier der durchnässte Espresso gesehen werden. Dieser muss mit einer Gabel oder mit einem kleinen Stab oder einem kleinen Teelöffel herausgeholt werden. Wie man sieht, sind immer noch kleine Espresso-Reste enthalten. Aus diesem Grund muss die Kapsel zusätzlich mit kaltem oder warmem Wasser ausgespült werden. Dieses ist insgesamt doch sehr aufwendig. Anschließend muss die Kapsel nur noch trocken gewischt werden und ist danach bereit für den nächsten Einsatz in der Nespresso-Maschine. Die Kapseln sollen laut Hersteller auch spülmaschinenfest sein. Das Fazit. Insgesamt ist das Ergebnis durchaus okay. Die Kapseln funktionieren, erfüllen ihren Zweck. Jedoch ist der Komfort, welchen man mit Kaffeekapseln normalerweise hat, dahin. Wenn euch der Test gefallen hat, besucht meine Seite www.kapsel-kaffee.net.